Dann stehe ich mit den Blumen vor der Wohnungstür. Da Leute dahinter, die Zänze klopfenden Herzens, macht sie auf. Und wir sehen uns eben auch wieder nach 53 Jahren genau das erste Mal wieder. Das war im Jahre 48 und zwar bei einer Theateraufführung in Reit-im-Winkel. Da standen wir beide auf der Bühne und hatten unseren Part zu spielen. Und ich dachte mir, oh, hübsches Mädchen, könnte ich mir vorstellen. Natürlich, ich habe sie angesprochen nach der Aufführung und schnell kamen wir überein, uns wieder zu sehen. Da war eine Theateraufführung in Siegsdorf und dazu hast du deine Eltern eingeladen, damit die diese Vorstellung sehen. Damit ich dich habe vorstellen können. Ja, und wir haben dann ein Jahr etwa später, im Mai 1949, haben wir dann Hochzeit gefeiert. Die Frage war ja dann die, was machen wir? Und da kam es dann so, dass uns die Maria Hellwig und auch ihr Mann, der Adi, die haben uns angesprochen und wir waren schnell damit einverstanden, mit einem Engagement sozusagen. Du hast also bedient. Wir haben bedient und haben gesungen. Du bist mit der Maria aufgetreten auf dem Podium. Da haben die beiden dann gesungen. Ich habe Zither gespielt. Ich habe noch ein paar Instrumente dazugelernt. Das war der Bass und das war dann die Klarinette und das Saxophon. So haben wir also dann 1, 2, 3, 4 Jahre miteinander verbracht. Aber es war kein Zusammenleben im Sinne einer jungen Ehe. Es war ein Auseinanderleben. Ja. Wir haben es zu dieser Zeit damals nicht verstanden, uns genügend über Probleme auszusprechen. Wir saßen dann im Jahre 1953 mit unseren Eltern in Reit-im-Winkel zusammen. Und da haben wir uns unterhalten und haben mal uns überlegt, ja, wie soll es denn weitergehen. Aber es ging nicht mehr weiter. Wir waren eigentlich der Meinung, wir brechen das ab, ja, dieses Eheverhältnis, und lassen uns scheiden. Das ist Kochgeschirr. Man kann wirklich sagen, dass wir also nach der Scheidung gefeiert haben. Ja. Ja. Gefeiert mit unseren langjährigen Arbeitskollegen. Da kam auch der Musikalienhändler von Traunstein noch dazu. Ja, der Herr Fackler. Der Herr Fackler. Der Herr Fackler. Und der hat Jahrzehnte danach noch davon gesprochen, ja, wie fröhlich diese Scheidung war. Ja, und sowas hätte er noch nie erlebt. Eine Scheidung dieser Art, ja, dass es sowas überhaupt, ja, gibt. Und dann haben wir uns halt nach einem Mittagessen zusammen mit den Hellwigs, haben wir uns dann verabschiedet. Und uns gegenseitig alles Gute gewünscht. Die Rechnung geteilt. Die Rechnung bezahlt. Und uns verabschiedet. Und so gingen wir im Guten auseinander. Thank you.
für uns beide begann ein völlig neues Leben. Du hast ja dann, das kannst du erzählen. Ich war weiter engagiert bei Hellwigs. Bei dieser Arbeit habe ich meinen Mann kennengelernt. 41 Jahre war der dann verheiratet. Ja. Gell? Kurz nach der Scheidung habe ich mich bemüht, zwei Musiker zu bitten, mit mir zusammen ein Trio zu bilden. Und da haben wir das Markwin-Trio dann gegründet und haben gespielt in oberbayerischen Orten. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich meine zweite Frau kennengelernt. Ein Jahr später, ein gutes Jahr später, haben wir geheiratet. Also meine zweite Frau und ich haben dann geheiratet. Mein Mann hat gearbeitet, bis er 80 Jahre alt war. Dann ist er aber so krank geworden, dass er es aufgeben musste. Und mit 85 Jahren ist er dann gestorben. Und von da an war ich dann alleine. Das war also das Jahr 1990 und meine Rentnerzeit begann. Es hat nicht lange gedauert, dann konnte ich mit zwei anderen Musikern wieder ein Trio bilden. Und wir überlegten uns, ob wir denn nicht auch mal eine CD machen könnten. Dann starb meine Frau 2006 und einige Wochen später kommt der Anruf vom Thomas Lehrberger, der Bruder von der Zenzi, mit den Worten: Otto, ich wollte dir zum Tode deiner Frau mein Beileid aussprechen. Und das andere ist eine Bitte, die ich gerne aussprechen möchte. Ich habe also gehört, dass ihr Musik macht und dass er auch CDs macht. Und da hätte ich gerne so eine Zither-CD gehabt. Kannst du mir so eine schicken? Ich war sofort einverstanden. Ich habe mich eigentlich gefreut dann darüber, dass er da angerufen hat. Und dann war meine Frage, ob denn wohl der Zenzi... Sie ist mir dann in den Kopf gestiegen. Das war so der Moment, auch freuen können. Ja, selbst über eine CD. Und ja, sagt er, ja, selbstverständlich. Das ist doch ganz, du weißt doch, die freut sich bestimmt, wenn sie sowas, wenn sie eine CD von dir bekommt. Und ja, und dann habe ich gesagt, Thomas, brauche ich aber die Telefonnummer von der Zenzi. Und dann kam bei mir sowas wie Neugierde vermischt mit Freude auf. Oh, jetzt kannst du anrufen und da mal mit der Zenzi sprechen. Hier ist Otto Haigermoser am Apparat und man kann sich ja wohl vorstellen, was das war, für eine Überraschung war. Ja. Selbstverständlich, sagt sie, freue ich mich, wenn du mir eine CD schickst. Also. Die CD wird hingeschickt, habe ich gemacht, sie bedankt sich und dann bin ich natürlich ich habe mich etwas stärker gefühlt und habe den Vorschlag gemacht, du pass auf, wir könnten uns doch einfach mal treffen in Mönchengladbach.